Jo Freunde, was geht ab? Ich bin's, Tim. Heute geht's um Calisthenics, also Körpergewichtsübungen, und ich will euch heute meine Meinung zu dem Thema sagen. Zuallererst einmal, die Meinung zu Calisthenics und Körpergewichtsübungen ist grundsätzlich meiner Ansicht nach viel zu pauschal und zu undifferenziert. Das heißt, Leute sagen, das ist gut, weil es ist natürlich, weil Leute hatten früher auch keine Gewichte. What the fuck? So, also ich werde an dieser Stelle gar nicht mal erklären, warum das so dumm ist, so etwas von sich zu geben. Falls du eine der Personen bist, die so argumentiert, dann mein Beileid. Ich will euch aber heute mal mitnehmen und mit euch gemeinsam dieses Thema angucken und euch sagen, was dafür spricht und was dagegen spricht. Und vor allem, wie ihr das kritisch betrachtet, wie ihr verschiedene Übungen betrachten könnt und sagen könnt, okay, die kommt für mich in Frage und die kommt für mich nicht in Frage. Zuallererst einmal fangen wir an mit den guten Sachen von Körpergewichtsübungen, bevor ich jetzt anfange, über die schlechten Sachen zu reden, weil da habe ich auch einige. Aber das erste und wirklich wahrscheinlich wichtigste Thema ist, es liefert jedem einen guten Einstieg in den Kraftsport. Mal kranke Leute, Übergewichtige außen vor gelassen. So, der erste große Vorteil von Calisthenics ist, man kann es überall machen. Zum Beispiel, immer wenn ich im Urlaub bin und kein Gym habe oder das Gym ultra scheiße ist, dann mache ich viel mehr Körpergewichtsübungen. Weil es ist besser als nichts. Und es ist nicht nur besser als nichts, sondern es ist verdammt gut. Das heißt, ihr könnt überall Dips machen mit zwei Stühlen oder mit zwei Tischen. Ihr könnt an jedem scheiß Türrahmen oder mit Klimmzugstangen, ihr könnt überall Klimmzüge machen. Ihr könnt überall Liegestütze machen. Ihr könnt überall Funktionscrunches machen, wenn ihr eure Füße einhackt und so weiter und so fort. Das heißt, man kann das überall machen, und was das Ganze natürlich impliziert ist, es ist verdammt günstig. Jetzt mal zu den ein bisschen nicht so plumpen Vorteilen. Es ist verdammt funktional und athletisch, das Calisthenics Training. Das ist Punkt Nummer 3. Körpergewichtsübungen sind verdammt anspruchsvoll. Und sehr, sehr gute athletische und funktionale Übungen. Was meine ich mit athletisch und funktional? Nehmen wir beispielsweise sowas wie einen Squat. Einen Squat kannst du natürlich ohne Körpergewicht machen. Bei Körpergewichtsübungen musst du viel, viel intensiver stabilisieren. Also bei den meisten, ne? Jetzt gibt es auch hier wieder Ausnahmen. Aber nehmen wir beispielsweise einen Klimmzug. Da musst du super stabilisieren. Wenn du die Übung falsch machst, machst du die falsch. Dann schwingst du hin und her. Aber du musst komplett dein Becken anheben. Also vorausgesetzt, du machst die Übung richtig. Hebst dein Becken an. Deine Wirbelsäule ist gerade. Du bist hier angespannt und versteift, sodass du nicht hin und her wackelst und kannst komplett die Kraft übertragen, und du kannst einen sauberen Klimmzug machen. Das ist eine super Leistung. Du kannst Lunges in jede Richtung machen, du kannst nach vorne, kannst zur Seite, du kannst diagonal rüber und so weiter und so fort. Du kannst Kreuzschritte machen. Das heißt, du kannst in jeder Bewegungsdimension dich bewegen. Wenn wir das jetzt vergleichen mit einem herkömmlichen Bizeps-Curl, dann simulieren wir Belastungssituationen, die so in der Umwelt nicht stattfinden. Und das ist so der Hauptkritikpunkt, wo Leute sagen, das ist unnatürlich. Es ist nichts falsch an einem Bizeps-Curl, aber wenn der Bizeps-Curl eben wichtiger und häufiger ausgeführt wird als die anderen Übungen, die man eben bei zum Beispiel Calisthenics oder bei Körpergewichtsübungen hat, dann hat man ein Problem. Wenn ihr einen Trainingsplan macht mit Körpergewichtsübungen, dann werdet ihr Klimmzüge machen, werdet ihr Liegestütze machen, dann werdet ihr Squats machen, dann werdet ihr Lunges machen, dann werdet ihr hoffentlich Funktionscrunches machen. Die meisten machen Sit-Ups, das ist scheiße, das erkläre ich später. Dann werdet ihr Dips machen, da werde ich auch erklären, warum es da Einschränkungen gibt. Aber Körpergewichtsübungen sind von Natur aus prädispositioniert, euch solche Belastungen zu liefern, dass erstmal Muskeln in Koordination miteinander trainieren müssen. Das heißt, euer Nervensystem wird viel stärker stimuliert und lernt komplexe koordinatorische Abläufe, was euch im Leben, also gesundheitlich, auch viel, viel mehr bringt, als nur stumpf zum Beispiel sich in eine Maschine zu setzen und nur mit einer Maschine eine eindimensionale Bewegung zu lernen. Das ist auch was Leute im Gym nicht verstehen. Ihr seid nicht dort, um eure Muskeln aufzupumpen, sondern ihr seid auch dort, um Bewegungen zu lernen. Das ist das, was viele, viele Leute, die krass Bodybuilding betreiben, leider noch nicht verstanden haben, ist, dass diese propriozeptiv, koordinativ, anspruchsvollen Trainings genauso wichtig sind, einfach aus einem gesundheitlichen Standpunkt. Warum? Weil die Muskeln, die ihr nicht benutzt, die atrophieren, genauso wie die Muskeln, die ihr häufig benutzt und überladet, größer werden. Trainiere ich die ganze Zeit den Bizeps, heißt das nicht, dass ich meinen Rumpf stabilisieren kann. Das heißt nicht, dass mein Rücken mein ganzes Leben gesund bleibt. Das heißt nicht, dass mein Knie gesund bleibt, auch wenn ich nur Squats mache, aber dann beispielsweise meinen Gluteus Medius und Minimus und Co. nicht trainiere, dann ist das der erste Schritt in eine Verletzung und in ein sehr stark unausgewogenes Training. Und mit Körpergewichtsübungen, da verringern wir diese Gefahr von einem zu stark einseitigen Training, so wie ich das in vielen Gyms sehe, beispielsweise einfach der klassische Disco-Pumper, der halt nur Brust-Bizeps die ganze Zeit pumpt. Ne? Sowas kannst du nicht machen mit Körpergewichtsübungen. Und Vorteil davon ist, dass wir haben diese ganzen Verbundsübungen einfach bei Calisthenics und bei Körpergewichtsübungen. Und wenn wir jetzt Verbundsübungen haben, haben wir ein effektiveres Training, weil wir in einer Übung mehrere Muskelgruppen miteinander trainieren und die Muskelgruppen, die auch miteinander arbeiten sollen, trainieren miteinander. Das heißt, bei einem Klimmzug habe ich beispielsweise die Armbeuger, die trainieren. Dann habe ich den Latissimus, der trainiert. Dann habe ich die Rhomboiden. Dann habe ich die ganzen Schulterblatt fixierenden Muskeln, die ich dann auch noch mittrainieren kann und so weiter und so fort. Also diese Muskeln, die feuern im Verbund, das heißt, ziehe meinen Oberarm heran und beuge ihn gleichzeitig. Das ist eine Bewegung, die gehört zusammen. Das heißt, ich bringe meinem Nervensystem bei, Muskeln, die gemeinsam feuern sollen, zu koordinieren, und ich lerne diese komplexen Bewegungsabläufe. Und das ist auch was Schönes an Calisthenics, das ist das Nächste. Man kann dort extrem anspruchsvolle koordinative Übungen ausführen und in den Trainingsplan integrieren. Das hängt von der Person ab, von der Übung und von der Ausführung der Übung. Das sind in diesem Fall die drei wichtigen Faktoren. Tut mir leid, da unten wurde so unfassbar laut und die Kamera hat rumgeschaut.
gespackt, deswegen müssen wir jetzt hier weiter filmen. Das Schlechte an Körpergewichtsübungen sind, dass sie so unspezifisch sind. Das heißt, habe ich eine Schulterverletzung, eine Ellenbogenverletzung, eine Handgelenksverletzung, dann werde ich keine Klimmzüge, auch oft keine Liegestütze machen können. Dann bin ich da weg. Allerdings heißt das ja nicht, dass ich nicht trainieren sollte, sondern dann muss ich auf Hantelübungen ausweichen und eben in diese monodimensionalen Bewegungsrichtungen gehen, beziehungsweise einfach physiologisch dosierte Reize setzen, damit ich meine Regeneration erstmal voranbringe, damit die Verletzung schneller weggeht. Das ist ein Thema für sich selbst. Wenn wir jemanden haben, so einen extremen Ideologen, der sagt nur Körpergewicht, dies und das, und der verletzt ist, dann haben wir ganz, ganz krasse Schwierigkeiten, ein Trainingskonzept zu schaffen, nur mit Körpergewichtsübungen, dass der Sache gerecht wird. Andererseits haben wir beispielsweise Leute, die Probleme mit dem Rücken haben, dann ist das häufig auch gut, Körpergewichtsübungen zu machen, wie zum Beispiel statt Planks und dann Variationen mit den Planks und so. Das heißt, man muss hier wieder immer ganz, ganz arg kasuistisch bleiben und immer von Fall zu Fall abwägen. Aber in zum Beispiel Knieprobleme, ist es jetzt gut, da direkt wieder Squats zu machen mit Eigengewicht? Eher nicht. Der zweite Negativpunkt, das ist das größte Problem von Körpergewichtsübungen, ist die Progression. Und zwar, ich kann im Gym ganz einfach 2,5 Kilo auf meine Hantelscheibe schmeißen und so die Intensität erhöhen und ich dir sagen, hey, in einem Monat wirst du um x Kilo stärker beim Bankdrücken, du wirst um x Kilo stärker beim Squatten. Bei den Körpergewichtsübungen ist das nicht so einfach. Was ist das Problem? Ich kann nicht einfach sagen, jetzt werd 5 Kilo fetter und mach deine Klimmzüge mit 5 Kilo mehr. What the fuck? Das geht nicht. Aus offensichtlichen Gründen nicht. So, was ich machen kann, ist, ich kann sagen, gestalte die Übung intensiver. Jetzt sagen dann aber die meisten, was soll ich tun? Soll ich einen Muscle-Up machen? Soll ich jetzt auf einmal bei Squats, soll ich jetzt direkt einbeinige Squats machen? Soll ich diesmal, soll ich das machen? Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt sehr, sehr viele Körpergewichtsübungen, extrem viele. Aber das Übungsrepertoire vom durchschnittlichen Gymgänger oder vom durchschnittlichen Trainierenden ist da häufig schnell an seinen Grenzen. Dann fangen die Leute an, im Kreis rumzutanzen und wissen nicht, was sie tun müssen. Dann sagen sie, das ist ja kacke, Eigengewichtsübungen, kann man nicht stark werden. Daher kommt der Mythos, dass Leute sagen, man kann nicht stark werden mit Eigengewichtsübungen. Das stimmt nicht. Das Problem ist nur, dass Leute das Prinzip von Progressive Overload nicht ausnutzen können, weil sie nicht verstehen, weil es viel schwieriger ist, eben hier Progression zu erzielen. Wie können wir Progression erzielen? Erstens, wir machen kompliziertere Übungen. Beispielsweise, wir gehen vom normalen Squat auf den Pistol Squat. Dann haben wir zum Beispiel Probleme beim Stabilisieren. Das ist auch ein großes Problem. Dann halten wir uns irgendwo fest, dann machen wir das einbeinig. Bei den Klimmzügen, bei Liegestütz und Co. kann man auch mit den Griffen zum Beispiel sehr stark variieren und das Ganze intensiver gestalten. Bei den Planks, die kann man dann dynamischer machen und immer mehr Bewegungselemente mit reinbringen. Zum Beispiel aus dem Sideplank die Hüfte hochschieben und dann auch noch ein Rotationselement reinbringen. Bei Lunges können wir in verschiedene Bewegungsrichtungen gehen und so weiter und so fort. Um intensiver zu trainieren zu können mit Körpergewichtsübungen, brauchen wir ein größeres Übungsrepertoire und nicht nur eine 2,5 Kilogramm Scheibe oder 1,25 Kilogramm Scheibe. Das ist das erste große Problem. Wie kann man jetzt neben komplizierteren Übungen und besseren Übungen sich weiter progressiv reinzusetzen beim Calisthenics Training? Ist vor allem in hohen Wiederholungsbereichen zu trainieren. Das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Viele Leute sagen, ja Tim, aber ab 15 Wiederholungen trainiere ich doch nur mein Herz-Kreislauf-System. Das ist nur ein Ausdauertraining. Wenn du 15 Wiederholungen schaffst, easy mit Klimmzügen, dann mach halt so viele, bis du halt aus der Puste bist und bis du es halt nicht mehr hinkriegst. Wir sind wieder beim Prinzip von Muskelversagen. Ob du Muskelversagen bei der 100. Wiederholung hast oder bei der 8. Wir vereinfachen das jetzt mal. Bringt dir trotzdem Hypertrophie in beiden Fällen. Das eine ist halt dümmer, weil das ist halt nicht wirklich praktikabel, jeden Tag 100 Wiederholungen zu machen bei jeder Übung in 5 Sätzen. Dann machst du 5 Sätze, 500 Wiederholungen, oder was? Das ist eine Sache, die ihr auf jeden Fall tun könnt im Calisthenics-Bereich. Mehr Zeit, komplexere Übungen und mehr Wiederholungen. Ein Kontrapunkt innerhalb des Kontrapunktes ist, dass wenn wir die Übungen komplizierter machen, dass hier die Leute häufig zum Beispiel eine so komplizierte Übung wählen und dann aus Ego-Gründen die nicht richtig ausführen. Nehmen wir zum Beispiel Muscle-Ups, wie viele Leute sich die Handgelenke und die Ellenbogen und Co. da Schrott gemacht haben, indem sie sich halt irgendwie so hochmogeln, ist problematisch. Ist wirklich problematisch. Und zwar beim Muscle-Up muss man halt wirklich, das ist eine sehr, sehr schwere Übung. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. Ich habe sofort gemerkt, wenn ich es falsch gemacht habe, ich habe mir hier mein Handgelenk mal gebrochen gehabt, als ich 15 war, offen. Und das war scheiße. Und da habe ich es immer gemerkt. Hier muss man wirklich aufpassen, dass man die Übungen sauber und richtig ausführt, weil sonst macht man sich im Stillen kaputt. Ich werde gleich am Ende vom Video noch auf ein paar Prinzipien der Biomechanik eingehen bei Calisthenics-Übungen. Auf der anderen Seite, was ich auch noch als kleinen Progressionstipp mitgeben kann, ist Negativwiederholungen zu machen. Beispielsweise, wenn ihr einen Front-Lever übt oder sowas, dann fangt den aus der Negativen an. Versucht nicht, euch die Horizontale zu heben, sondern versucht quasi euch von der Stange in die Horizontale zu heben. Und das könnt ihr am Anfang schnell machen und immer langsam. Dann werdet ihr immer merken, wie ihr mehr Kontrolle über euer Schulterblatt erlangt und so weiter und so fort. Genauso wie beispielsweise bei Klimmzugvarianten und so weiter und so fort. Beim Muscle-Up dasselbe. Fangt von oben an exzentrisch, also negativ die Bewegung zu lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, vor allem da die Bewegungen richtig zu lernen, weil wenn ihr ein scheiß Bewegungsprogramm erlernt beim Calisthenics-Bereich, ist das doppelt scheiße. Wirklich doppelt scheiße, weil dann macht ihr schnell kaputt. Weil die Hebelwirkungen, die ihr habt beim Calisthenics, sind richtig, richtig krass. Sie
können sehr gefährlich werden. Und das erkläre ich euch jetzt gleich. Die Biomechanik, das ist eine Sache, die, über die ganz wenige Leute bei Calisthenics reden und die vor allem bei Anfängern höchst problematisch ist, meiner Ansicht nach. Wieso Leute empfehlen Calisthenics? Weil natürlich, weil gut und unbedenklich und so. Das hört man auch von Sportlehrern beispielsweise. Das haben die auch mir zum Beispiel damals gesagt, als ich trainiert habe. Die waren so zu mir: Tim, das ist voll ungesund, was du machst, meine Sportlehrer und so. Das sind viel zu krasse Belastungen für deine Knochen und so weiter und so fort. Und ich so: Yo, chill mal, was redest du für Scheiße? So, und vom Barren runterspringen und Dips machen am Barren sind keine große Belastung oder was. Ja, aber dafür ist dein Körper ausgelegt. Moment mal, so, wenn wir jetzt mal biomechanisch sprechen, dann ist ein Sprung von zum Beispiel einem 2 Meter hohen Reck auf dem Boden, was man zum Beispiel im Leistungskurs in Sport machen muss, eine viel höhere Belastung als ein Squat mit zum Beispiel 50 Kilo. Also ich bitte dich. Ich will jetzt hier nicht Sportlehrer schlecht reden oder so, aber es ist halt kontraintuitiv. Ich verstehe schon, dass man dazu verleitet ist, tief im Inneren zu denken, Körpergewichtsübungen sind besser als Hanteln. Ich verstehe das Klischee und ich verstehe auch, warum man das denkt, aber wir müssen bei den Fakten bleiben, bei jeder Übung. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass es gut ist, ich sage nicht, dass es schlecht ist. Das ist differenziert. Jetzt will ich euch kurz erklären, wie ihr diese Übungen mal überprüfen könnt selber, auch Gym-Übungen. Und zwar ist das mal so mit ein paar grundsätzlichen biomechanischen Sachen. Ich erkläre euch das am Beispiel von Dips. Jetzt kommt einmal der Anfänger und sagt zu mir: Tim, ich würde gerne Dips machen. Ich habe das im Internet gesehen. Aber ich gesagt, dann würde ich ihm sagen, du machst keinen Dips mit deinem eigenen Körpergewicht. Höchstens mit Widerstand. Widerstand, der dir hilft. Das heißt, ihr kennt die Dips-Maschinen, wo ihr zum Beispiel 20 Kilo von eurem Körpergewicht abgezogen werden. Und dann ihr zum Beispiel 60 Kilo wiegt, dann nur noch 40 Kilo dippst. Dann wird jemand kommen, der 2-3 Jahre trainiert und sagt: Tim, ich will Dips machen. Ich sage: Digga, mach Dips. Worauf wartest du? Der Unterschied ist erstmal, der Anfänger hat nicht die Kraft, seinen Oberarmkopf zu zentrieren. Ihr wisst ja, der Oberarmkopf ist Teil des Schultergelenks, ja? Und diese Muskeln muss man trainieren. Hier nimmt man gerne, kennt ihr diese Bandübungen und Co. Wenn die Fähigkeit, den Schulterkopf zu zentrieren, nicht gegeben ist, also die Schulter nicht stabilisiert werden kann in dieser Position, haben wir große Probleme bei den Dips. Wieso? Und zwar, wenn wir Dips machen, wenn wir nach unten gehen, haben wir ein enorm groß wirkendes Drehmoment hier vorne auf die Schulter. Wir haben beim Krafttraining nicht nur den einen Aspekt, dass die Masse entscheidend ist, also das Körpergewicht ist sehr, sehr wichtig, genauso wie bei Calisthenics. Das heißt, für stark übergewichtige Leute ist Calisthenics sowieso sehr schwierig auszuführen. Wie soll jemand mit 120 Kilo Klimmzug oder Liegestütz ausführen oder einen Squat? Das wird sehr schwierig. Jetzt das Problem, dass ein Anfänger hier diese Kontrolle über sein Schultergelenk nicht hat. Und wenn er jetzt Dips macht häufig, dann führt dieses große Drehmoment dazu, dass dieses Schultergelenk mit der Zeit verschleißen kann und wir uns hier verletzen. Man sollte erstmal lernen, als Trainingsanfänger das Schultergelenk zu stabilisieren oder entsprechend Lasten abzuziehen mit einer entsprechenden Maschine bei den Dips. Andererseits, bei demjenigen, der diese Fähigkeit hat, das dauert in der Regel manchmal 6 Monate, manchmal 12 Monate, je nachdem, wie du trainierst und auch wie du genetisch ausgestattet bist, kannst du Dips machen ohne große Probleme. Das Ding ist jetzt, damit ihr das mal versteht, dieses Drehmoment, was wirkt, ist, ich mache jetzt beispielsweise Dips hier und hier sind meine Schultern, jetzt strecke ich mich, jetzt liegen meine Gelenke alle im Kraftfluss, das heißt, das ist gar kein Problem. Jetzt verschiebe ich aber meinen Ellenbogen nach hinten und ich habe hier, liegt nur noch meine Schulter im Kraftfluss, das heißt, hier entsteht das Drehmoment über den Hebel. So, das bedeutet, ihr seht es am Beispiel von Dips, die Übung ist nicht per se schlecht, sondern es kommt darauf an, wer sie macht. Das haben wir auch bei ein paar anderen Übungen und zwar, ich will euch sagen, worauf ihr hier achten müsst. Erstmal die Masse. Wie schwer seid ihr? Wenn ihr leicht seid, wenn du 60 Kilo wiegender junger Mann bist oder 50 oder 40, dann sind diese Sachen für dich relativ unbedenklich, weil die Masse, mit der du arbeitest, nicht krass ist. Bei Übergewichtigen wird dieser Punkt allein schon problematisch. Die werden aber die Übungen meistens nicht ausführen können, deswegen bleiben sie da weg. Aber wir müssen mit dosierten Reizen was anderes tun. Das heißt, für einen Übergewichtigen ist ein pures Calisthenics-Training am Anfang eher weniger was. Das Zweite, was wir gucken müssen nach deinem Gewicht, ist, was für Hebelarme haben wir? Welche Drehmomente entstehen und welche Drehmomente entstehen an welchen Gelenken? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, aber bei dem Dips-Beispiel siehst du, dass ein starkes Drehmoment entsteht durch den Hebel auf deine Schulter, weil deine Schulter nicht mehr im Kraftfluss liegt, sondern weil deine Schulter eben ununterstützt im Kraftfluss liegt und dann du eben dieses Drehmoment hast, das quasi hier das Oberkörpergewicht hier runterzieht. Dann haben wir das Problem, dass sich das vervielfacht, das Gewicht. Dieses Problem haben wir beispielsweise auch bei Crunches oder bei vor allem bei Sit-Ups. Dann habe ich euch noch ein Video gemacht über die Funktionscrunches und ein anderes Video, wo ich euch erkläre, wieso Sit-Ups nicht für jeden gut sind, beziehungsweise dass man Sit-Ups erst machen muss, wenn man eine starke Bauchmuskulatur hat und dass man mit Sit-Ups einen Hüftbeuger trainiert. Das Problem ist eben bei Sit-Ups beispielsweise, wenn wir die Wirbelsäule lordosisieren stark in einer Übung, wo wir unseren Bauch trainieren wollen, also unseren Rumpf beugen, haben wir ein großes Problem. Erstmal, wir haben einen großen Hebel durch unseren Oberkörper, ja, weil wir heben uns ja hier an. Wo ist die Drehachse? Hier unten an der Wirbelsäule, an der Lendenwirbelsäule. Wenn sich diese Lendenwirbelsäule hyperlordosisiert, weil wir über den Hüftbeugerzug arbeiten, indem wir quasi unsere Füße einhaken, indem wir nach oben drücken, ziehen wir unser Becken nach vorne und somit bewegt sich auch unsere Lendenwirbelsäule nach vorne. Und jetzt bewegen wir uns noch mit geradem Oberkörper nach vorne und rollen uns nicht ein. Und dann haben wir nur mit unserem Oberkörpergewicht plus dem Hebel starke Drehmomente auf die Lendenwirbelsäule. So, mit Sit-Ups, die relativ, wo ihr denkt, ihr trainiert euren Bauch mit und ihr euch so eigentlich die Wirbelsäule kaputt machen könnt. Ja, ich übertreibe gerade. Aber Leute, die zu schwache Bauchmuskulatur haben und die Übung wirklich krass falsch ausführen, häufig machen, da passiert das, ja. Ich rede, wenn auch, damit ihr das versteht, wenn ich sage kaputt machen, dann passiert das nicht von heute auf morgen, sondern wenn ihr aber jemand seid, der 3-4 Mal in der Woche trainiert und dann zum Beispiel Leute neigen dazu, Bauch jeden Tag zu trainieren und ihr jeden Tag zum Beispiel 300 Sit-Ups macht mit dieser falschen Bewegungsausführung, dann macht sich das irgendwie
irgendwann bemerkbar. Ihr könnt euch das Video angucken, da erkläre ich euch die Alternativübung, das ist ein Funktionscrunch. Da erkläre ich euch das andere Zeug noch, ne? Da wird das ein bisschen ausführlicher. So, versteht mich nicht falsch, wenn ich von Drehmomenten spreche und von diesen ganzen physikalischen Sachen, dann soll das euch A, keine Angst machen und B, das heißt nicht, dass das für jeden grundsätzlich komplett scheiße ist. Aber für den Anfänger, der die muskuläre Kontrolle beispielsweise nicht hat im Bauch, für den ist das problematisch. Für jemanden, der Rückenschmerzen hat oder schon eine Vorgeschichte hat mit Rückenschmerzen, für den ist das ein Problem. Und für jemanden, der keine Rückenschmerzen haben will, gibt es einfach Übungen, die sind biomechanisch intelligenter, weil sie belastungsärmer sind, was diese passiven Strukturen angeht. Und Calisthenics-Übungen haben oft neigen dazu, dass vor allem Leute, die schwach stabilisieren können, diese komplexen Bewegungsmuster machen, da Probleme haben. Vor allem, wenn sie die Übungen falsch ausführen und wenn sie die Übungen nicht bedacht auswählen. Das heißt, geht wirklich nach diesem Schema vor. Erstmal eure Masse. Wie schwer seid ihr? Wenn ihr übergewichtig seid, keine Chance. Welche Hebel haben wir bei dieser Übung? Beispielsweise beim Oberkörper, wenn wir Crunches machen oder Sit-Ups, mal sich das überlegen. Dann auch bei Dips beispielsweise. Und hier rede ich, wenn ich von Drehmomenten spreche, das heißt nicht, dass man den Hüftbeuger nicht trainieren soll, ja? So wie das viele Leute sagen, weil er dann zu stark ist und alles kaputt macht. Das stimmt nicht. Das heißt aber, dass alles seinen Platz hat. Und als Anfänger habt ihr nicht die Stabilisierungsfähigkeit von jemandem, der ein, zwei Jahre trainiert und diese Sachen bewusst trainiert und dann eben Dips machen kann ohne Bedenken, weil er seinen Schulterarmkopf zentrieren kann. Oder jemand, der beispielsweise seinen Bauch trainiert und der den gut verspannen kann und somit Kräfte abgeleitet werden, anstatt dass die Wirbelsäule da darunter leidet. Das sind aber wieder ein bisschen kompliziertere Sachen. Wenn ihr wollt, dann erkläre ich euch das Ganze nochmal mit ein paar Übungen. Ihr könnt immer sagen, welche Übungen ihr haben wollt. Dann können wir mal die Übung so ein bisschen zerpflücken und wir schauen uns das mal an, wo da Risiken eventuell entstehen und bestehen könnten. Wer das machen sollte, wer nicht und ab wann man das machen sollte. Ich will es hier nicht zu kompliziert machen. Jedenfalls achtet darauf. Erstmal Masse, Nummer eins. Zweitens, welche Hebelverhältnisse wirken. Das heißt zum Beispiel bei den Dips. Welche Drehmomente entstehen, bei welchen Gelenken entstehen welche Drehmomente. Dann haben wir als nächstes Bewegungsgeschwindigkeit. Die ist auch ganz, ganz wichtig. Es ist mega, mega wichtig, einfach auch bei Calisthenics genauso wie bei normalem Hanteltraining. Macht eure Bewegungen sauber aus. Ihr müsst irgendwie hochexplosive Sportarten lernen und ihr müsst dann irgendwie ganz explosiv arbeiten. Dann ja, aber immer im Hinterkopf behalten. Je schneller ihr euch bewegt, desto höher die kinetische Energie, die wirkt auf eure Gelenke. Vor allem als Anfänger jetzt hochexplosiv Sachen zu machen und da abzufälschen, sollte nicht unbedingt sein. Aber auch das wieder muss man differenziert betrachten. Und das Letzte ist, was ist der Bewegungsausschlag? Ganz normal, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Dips komplett durchfeder als Anfänger und die so schnell mache, boah, da sage ich euch, das dauert nur ein paar Wochen, bis ihr beim Arzt seid wegen einer kaputten Schulter. Das geht ganz schnell. Unterm Strich, Calisthenics, wer euch erzählt, Calisthenics ist scheiße, wer euch erzählt, Calisthenics ist die einzige krasse Sache, die haben beide keine Ahnung. Calisthenics ist eine gute Sache. Körpergewichtsübungen sind gut und ihr könnt damit richtig, richtig gut Muskeln aufbauen. Und ich persönlich habe immer Körpergewichtsübungen irgendwie drin gehabt bei mir im Training und ich empfehle sie auch jedem. Aber man muss, wie auch immer und in allem im Leben, wir leben in einer verdammt komplexen Welt, man muss die Sachen einzeln betrachten. Guckt auf euch, guckt auf die Übung und guckt auf die Ausführung der Übung. Das sind die wichtigsten Sachen, die ihr haben müsst. Ob die das Label Körpergewichtsübung trägt, Hantelübung, funktionale Übung, X-Übung, Dort-Übung, das-Übung, Bullshit. Nachdenken, analysieren und dann machen. Freunde, die Sachen sind von Gymshark. Das hier ist ein ziemlich, ziemlich nice Teil. Ihr habt mich das schon mal tragen sehen. Ich feier's. Unten ist der Link, da könnt ihr euch das reinziehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Dips, Klimmzüge und Liegestütze machen. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal.